Schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch aufs Allerherzlichste zu einem neuen Adventure, was ich jetzt spiele. Und zwar ist es, wie ihr gesehen habt, ein Spiel von Studio Fitspin und heißt... Was ist das denn für eine Auflösung hier? Die ist ja furchtbar. Naja, wird schon irgendwie so passen. The Inner World! Und weil das einen ganz, ganz tollen Humor haben soll, wie der Publisher zumindest sagt, habe ich mir überlegt, das spiele ich doch einfach mal. Und, naja, ich bin halt ein Adventure-Freund. Das, dachte ich mir, ist die logische Konsequenz. Und ich werde jetzt direkt nicht lange reden, sondern sofort beginnen, um in die Welt einzutauchen mit dem witzigen Humor. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windpolen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit, in der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog. Nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Oh. Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Ah, Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein! Nein! Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge! Taube, ich habe dir vertraut! Ich werde euren Anhänger retten! Nein! Robert, Junge, bleib hier! Wache! Schickt mir den Igel! Schnapp ich mir. Miez, miez, miez. Diese diebische Taube. Willkommen. Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Ja, gib's mir, hört sich schon mal super an.
Ich weiß wirklich nicht, wie der Hase läuft. Ich vermute ja nur, dass es so ist wie bei jedem Adventure auch. Aber ich schaue es mir an. Hotspots. Klicke und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagieren kannst. Interaktion mit Objekten. Aha, okay. Klicke auf ein Objekt, um anzuschauen oder damit zu interagieren. Das erkennt man ja dann nun auch. Inventar. Berühre den unteren Bildrand, um zu sehen, welche Gegenstände du bei dir trägst. Das kennt man auch. Aha, man kann durch Drag and Drop anscheinend auch Sachen miteinander kombinieren. Aha, und ich kann... Das ist auch alles bekannt. Okay, das klingt alles sehr plausibel. Perfekt. Das ist tatsächlich wie bei jedem anderen Adventure auch. Muss ich jetzt hier drauf drücken? Danke. Ihr habt es mir sehr einfach gemacht, Jungs. Wunderbar. Ich fange jetzt mal an zu spielen. So, wir haben jetzt hier also, da sieht man schon die Hotspots. Phosphos. Sehr gut. Schauen wir uns doch die Scheiße hier mal an. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Plakate abnehmen verboten. Ein Wurm haben wir hier noch. Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm! Wie böse er dabei aussah. Jetzt ist schon wieder alles in Ordnung. Mal gucken, ob ich den mitnehmen kann. Glitschiges Kleines. Er ist einfach zu schnell. Verflucht. Wind. Ich glaube, dass man bestimmt diesen verdammten Wurm braucht, um die Taube da oben zu fangen. Das könnte man ja vielleicht mal ausprobieren. Ich spiele es übrigens blind, falls ihr denkt, Mensch. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Was für ein Scheiß machst du denn da? Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Ja, wie schön. Was für eine Hingabe. Dann spreche ich mal mit dem Knilch hier. Aber das schaue ich mir zuerst nochmal an hier. Ein Phosphos. Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Da komme ich nicht dran. Und hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. So wie der Typ Conroy drauf ist, glaube ich das auf jeden Fall auch. Da ist doch bestimmt Davon irgendwas dabei, will ich oder? Mitnehmen. Nicht, natürlich nicht. Eine Flasche habe ich hier noch gesehen. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Das war ja auch im Tutorial zu sehen mit dem Korken und so, ne? Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Brilliant. Puh, das riecht ja widerlich. Perfekt. Ja, okay, Müllhaufen, da will er nichts nehmen. Phosphos ist auch schön. Jetzt sprechen wir mit dem Müllhändler, glaube ich, ne? Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll. Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Was ist das denn hier? Ach so, dieses Gesprächsthema Gedöns. Habe ich ja schon im Tutorial gesehen. Also hier muss ich klicken und dann auf den... Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Aha, wir haben einen Buchstaben A, das kennen wir ja aus der Sesamstraße. Taubenfutter, brillant. Und ein Sandwich. Tja, ich nehme mal, weil es am besten passt, Taubenfutter. Was ist das da? Da
Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll, genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Aspororo-ri klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha, und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut, was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen, nicht verzagen, Conroy-Fragen. Und das alles bekommst du für Asporora. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut, Asporo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Was zum Henker ist das? Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdammt mich. Na fein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was? Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Okay. Er hätte ja vielleicht noch ein bisschen was passend zu der Stimme am Gesicht her verändern können, aber okay, na gut. Jetzt habe ich also diese Puppe, die schaue ich mir mal an, vielleicht geht sie dann kaputt. Die Original-Conroy-Puppe für seine treuen Fans. Sie kann sogar sprechen, wenn man drauf drückt. Ich drück mal drauf. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Toll, die Puppe hat sogar Conroys Stimme. Ja. Nein, Taubenfutter. Der Beutel ist mit einem Faden zugebunden. Der Beutel ist mit einem Faden zugebunden. Oh, ich mach mal den Knoten auf. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, der Beutel ist schon ein bisschen... Freundchen. Ich meine, dieser praktische Faden ist genau, was ich haben wollte. Okay. Wir haben also einen Faden... Kann man mit dem Faden, wenn ich benutze... Was sollte ich denn damit tun? Ich muss halt per Drag and Drop hier mal einfach mal auf den Wurm vielleicht. Da macht er bestimmt irgendwas. Willst du einen Faden haben? Ich glaube, er braucht keinen. Nicht. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Nein. Natürlich nicht. Das wird nicht klappen. Ah. Hey, Wurm. Du siehst durstig aus. Er ist ja betrunken. Das kann ich ihn ja wohl hoffentlich mitnehmen. So, komm her. Die Party ist vorbei. Okay. Das war doch jetzt geraten, oder? Naja, ich dachte, vielleicht kann man so die Taube, aber offensichtlich nicht. Gucken wir mal, ob das so klappt. Das mache ich nicht. Das macht er nicht, okay. Das wird nicht klappen. Ich kombiniere einfach mal alles. Das wird... Das war... Ja. Das könnte... Das wohl nicht, nein. Dann muss man bestimmt irgendwas anderes noch machen. Und hier landet... Was haben wir denn da? Alte War, den Schal, den ich zu... der muss... Was haben wir schon? Davon will ich... Er will immer noch nichts mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Verflucht. Okay, wir haben ja hier noch andere Sachen offensichtlich. Eine Windsocke zum Beispiel.
Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Super. Ach, das war's schon. Jetzt ist das hier. Nee, das geht doch noch weiter. Oh, toll. Meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Ich kenne das noch eigentlich unter dem Begriff Windhose, aber... Na gut, vielleicht kann man den Wurm da ja reintun. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Geht nicht. Aber ich versuche mal nach der Taube zu schlagen. Das ist zu hoch. So bekomme ich die Taube da nicht herunter. Was haben wir denn noch hier alles? Ein Windrad. Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Kann ich das alte Vieh hier einfangen? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Sehr einfallsreich. Tja. Wie kriegen wir das jetzt gelöst? Wer weiß es? Oh, eine Krücke. Wem die wohl gehört? Da kann er hochgehen? Oder was bedeuten diese Schritte hier? Nichts. Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Toll. Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Brillant. Jetzt sieht es ja so aus wie so eine Zwille. Ne? Vielleicht kann ich das hier den Faden da dran binden. Mit Dreck und Drop. Nein, der Faden würde nur reißen. Der Wurm. Ich schätze, er merkt eh nicht mehr viel. Irre. Jetzt habe ich eine Steinschleuder. Jetzt kann ich den Korken ja schleudern. Jetzt war kein Stein, aber sieht genauso sexy aus. So, auf was soll ich zuerst schießen? Ich würde mal vorschlagen auf die Taube. Oder auf den Fisch vielleicht, dass er da wegfällt. Na gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. Sieht tot aus, ehrlich gesagt. Aha! So, Wurm, du bist wieder frei. Aber der Korken bleibt bei mir. Jetzt ist die Taube also erreichbar für mich, wenn ich die Windsocke vielleicht benutze. Gute Idee! Aber... Scheiße! Oh, das hat nicht ganz geklappt. Nee, also das... ist wohl shit. Wenn ich das Ende der Windsocke mit dem Faden zusammenbinde, habe ich eine schöne Animation und einen Kescher. Bekomme ich einen prima Kescher. Du entkommst mir nicht. Hey! Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Oh, die kenne ich. Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, was? Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht geklaut. Bist du eigentlich öfter hier? Wie auch immer. Huck, komm her. Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura. Gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilienerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Speichern.